Abend, hier ist ja wieder der Frank aus dem Spieleschrank und heute möchte ich euch Cappuccino vorstellen. In diesem Pegasus-Spiel aus dem Jahre 2013, ich habe es hier für zwei Spieler aufgebaut, man kann es aber mit 4 bis zu 4 Spielern spielen, hat man hier diese lustigen kleinen Cappuccino-Becher und springt fröhlich hin und her, und zwar immer auf einen Benachbarten, solange derjenige entweder gleich hoch oder kleiner ist. Mit dem könnte ich jetzt natürlich nicht da drauf. Irgendwann teilen sich hier die Felder auch ein bisschen auf, weil Löcher entstehen. Das ist nicht schlimm, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo dann keiner mehr einen Zug machen kann. Und dann wird geguckt, wer den höchsten Turm hat, weil die oberste Farbe derjenigen gehört der Turm. Das war es auch schon, das ganze Spiel. Macht eigentlich gut Laune und hat schönes Material. Vielen Dank, der Frank.